Heute geht es um den Temperaturcheck. Ja, checkt die Temperatur beim Kunden, ob er auch wirklich heiß ist auf das, was du anbietest. Wenn dich das interessiert, dann bleib dran. Hast du dich schon mal gefragt, warum es im Verkaufsgespräch oder auch wenn du einen Menschen rekrutieren möchtest, warum es da oftmals so eine Drucksituation gibt? Heißt, dass du zum Schluss viele, viele, viele Einwände hast und dein Gesprächspartner einfach nicht einwilligen will. Es ist egal, ob es beim Rekrutieren ist oder im Verkaufen. Zum Schluss kommen immer die Einwände. Und wenn du kein sauberes Gespräch gemacht hast, wirst du feststellen, dass du am Ende des Gesprächs sehr viele Einwände hast, sehr viel Druck hast und es ganz schwer hast, dein Gegenüber zu überzeugen. Woran liegt das? Ganz einfach. Du hast da im Gespräch hast du deine Struktur, dein Schema F, wo du den Kunden ja oder deinen Gesprächspartner durchlotst. Es gibt da verschiedene Punkte, die du ihm nennst und die ihm ja gefallen müssen. Aber was ist, wenn der Kunde von da nach da diesen Step nicht mitgeht, sondern er ist auf einmal nebendran, also er ist neben der Spur. Und dann machst du den nächsten Step und dann ist er noch weiter neben der Spur, weil da stimmt er vielleicht auch nicht zu. Und dann machst du den nächsten Punkt und dann ist er noch weiter neben der Spur. Und dann merkst du, dann ist hier eine riesen Kluft dazwischen, also ein riesen Abstand dazwischen. Und wenn du hier genau an diesem Punkt bist, beim Abschluss oder wenn du rekrutieren möchtest, wenn du hier jetzt den Sack zumachen möchtest, brauchst du dich nicht wundern, warum zum Schluss viele Einwände kommen und warum du dir so schwer tust, den Kunden richtig einzutüten oder deinen Gesprächspartner richtig einzuschreiben. Was kannst du also dazu tun, um diese Situation zu vermeiden? Ganz einfach, du musst im Gespräch immer einen Temperaturcheck machen. Temperaturcheck heißt, ist dein Kunde heiß drauf oder ist dein Gegenüber, wenn du sponsern oder rekrutieren möchtest, ist dein Gegenüber heiß auf diese Geschäftsmöglichkeit? Weil wenn dein Kunde nämlich hier ist und du hier, dann brauchst du gar nicht versuchen, den Sack zuzumachen. Der Kunde wird sich sträuben und wird dir Widerstand leisten. Und das sind immer diese Situationen, wo du diesen Druck hast im Gespräch. Deswegen gewöhne dir im Gespräch Folgendes an oder wenn du im Verkaufsgespräch bist. Check immer erst die Temperatur. Jeden einzelnen Punkt, den du rüberbringst oder den du deinem Gesprächspartner erklärst, wo du ihn überzeugen möchtest, frag erstmal, was hältst du davon, was sagst du dazu? Und wenn du genau weißt, also du bringst den ersten Punkt, was sagst du dazu? Ja, das ist gut. Zack, und dann hast du ihn. Dann bringst du den nächsten Punkt, ja, und was sagst du dazu, was hältst du davon? Ja, das ist auch gut, perfekt. Und dann bringst du den nächsten Punkt, dann fragst du, und was sagst du dem? Ja, das ist auch gut. Merkst du, wenn du dann zum Schluss auf einer Spur seid, dann hast du zum Schluss ganz, 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 ganz wenig Einwände, wenn überhaupt noch. Warum? Ihr seid auf einer Spur miteinander. Und ansonsten, wenn du wieder in deiner Struktur bist, in deinem Gespräch und dein Kunde ist neben der Spur, dann kannst du ihn wieder reinholen und zwar gleich von Anfang an, weil du weißt, er hat diesen Punkt nicht geschluckt und du musst diesen Punkt erst behandeln und bearbeiten, dass er wieder auf Spur ist. Weil die Gefahr besteht, ist dein Gesprächspartner im Gespräch einmal ausgestiegen, dann möchte er mit großer Wahrscheinlichkeit die anderen Punkte wahrscheinlich auch nicht mehr, weil er dir einfach nicht mehr richtig zuhört, weil er von Anfang an vielleicht nicht richtig seinen Nutzen erkannt hat. Und dann sind wir wieder genau an diesem Punkt. Du hier und dein Kunde hier. Genau, deswegen nochmal auf den Punkt, gewöhne dir an, immer einen Temperaturcheck zu machen, jeden einzelnen Punkt abzuchecken. Ist er da heiß drauf? Gefällt ihm das? Gefällt ihm das? Gefällt ihm das? Und das musst du dir mal so vorstellen, wie bei einer Checkliste. Wenn jeder einzelne Punkt, den du bringst, abgehakt wird, was ist die nächste logische Konsequenz? Genau, dass der Kunde kauft. Also, wenn dir das Video gefallen hat, dann gib mir einen Daumen nach oben, abonniere meinen Kanal, wenn du es auf YouTube siehst und ich wünsche dir viel Spaß bei der Umsetzung, denn Umsatz kommt ja bekanntlich von Umsetzen.